Herzlich willkommen zurück hier bei einem neuen Video auf PFG und für heute habe ich mir gedacht, beziehungsweise habt ihr auf Instagram bei meiner Umfrage entschieden, dass wir uns mal zumindest zwei der bekanntesten Discounter für Feuerwerk anschauen, nämlich einmal Lidl und einmal Aldi. Ich werde die Prospekte beide in diesem Video vorstellen. Ich will nicht für jedes Prospekt ein extra Video machen. Wir blättern es einfach mal durch und ich sag euch, ja, ob ihr es kaufen sollt oder nicht. Will aber jetzt nicht zu allem irgendwie einen riesen Roman erzählen. Werde ich im Endeffekt wahrscheinlich eh wieder tun. Aber ich versuche mich ein wenig kurz zu fassen und ich würde sagen, wir starten mit Lidl. Mein absoluter Lieblingsdiscounter für Feuerwerk. Hier habe ich auch hier werde ich auch meinen Haupteinkauf tätigen. Das Cover ist ähnlich wie die letzten Jahre eigentlich, schön blau mit dem Arena of Rockets. Absoluter Klassiker, kann ich hier schon mal sagen. Wer Raketen mag, kann sich das auf jeden Fall holen, ist ein sehr geiles Set. So, nach langem Geblätter sind wir dann endlich auf der Feuerwerks- bzw. auf den Feuerwerksseiten und wir starten gleich mit den Neuheiten. Wir haben hier zum einen, also zur Info, es gibt wieder regionale Unterschiede. Das heißt, wenn es bei euch jetzt beispielsweise dieses Rocket Clash nicht gibt, dann gibt es bei euch halt was anderes. Bin mir nicht sicher. Bei uns gibt es auf jeden Fall das Rocket Clash für 15 Euro. Absolute Top-Neuheit, laut Videos und so weiter, werde ich mir auf jeden Fall holen. Für 15 Euro, 12 Raketen. Das kann man noch machen, finde ich. Das ist noch okay. Geht's hier weiter mit Tischfeuerwerk. Ich scroll hier mal einfach so entlang. Hier haben wir einen Verbund für 30 Euro. Dann ist hier die Stormy Flash. Die kostet 12 Euro, werde ich mir auch holen. Ich habe ehrlich gesagt auf die Pretty Heaven gehofft. Gibt's aber bei uns nicht. Werde ich aber trotzdem mitnehmen, einfach mal so zum Testen. Genauso wie die Ultimate. Ist eher eine kleine Batterie zum Warmschießen für 9 Euro. Muss man wissen, ob man die 9 Euro nicht anders investiert. Ich werde sie mir holen. Genauso wie die Golden Star 16 Euro, beziehungsweise 17 Euro in dem Fall Neuheit dieses Jahr. Celebration für 15 Euro. Bei der bin ich mir noch nicht sicher. Die habe ich mal in Klammer gesetzt, ob ich mir die holen werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil für 15 Euro ist es schon ein bisschen ein Wucher. Aber vielleicht zum Testen ist sie dabei. Auf jeden Fall dabei ist die Daredevil für 15 Euro, ist eine schöne Batterie mit Crackling-Effekt, die werde ich mir auf jeden Fall holen. Ja, dann ist ja hier dieser Online-Vorbestellschein, werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, wir haben hier sowieso nur Batterieverbünde, ja. Einfach auf der Seite weiter, wir haben hier wieder das Arena of Rockets, habe ich ja eben schon gesagt, für 20 Euro kann man das mitnehmen. Absolut keine Empfehlung ist für 17 Euro das World Champion, finde ich absolut zu teuer, da würde ich an eurer Stelle lieber die High-Speed-Bombs nehmen. Klar habt ihr hier noch ein bisschen Kleinzeug dabei, aber wenn ihr die High-Speed-Bombs kauft und beispielsweise ein Böller oder ein Leuchtfeuerwerkset, habt ihr da auf jeden Fall mehr von. Dann haben wir hier oben die Sky-Shots, ja, kleine Einschießerbombenrohre für 4,50 Euro. Dann hier so ein Batteriesortiment, gibt es ja auch schon länger jetzt. Jewels of the Sky, 18 Euro, ist eigentlich ganz okay, das hat sich mein Bruder mal geholt. Wer auf sowas steht, kann man auf jeden Fall durchaus mitnehmen, finde ich. Dann die Elysium, die wird dieses Jahr mein 18 Uhr Projekt gestalten. Ich habe es geplant, sie 6-mal zu kaufen und daraus einen kleinen Verbund zu bauen als Startschuss für den Abend. Bin ich mal gespannt, wie das kommt und bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt noch so viele bekomme. Ansonsten überlege ich mir halt was anderes. So, die Highspeed-Bombs hatten wir ja gerade schon. Goldraketen, ja, finde ich, ist ausgelutscht, hat irgendwie seinen Flair verloren. Für 9 Euro, wenn man da drauf steht, ich werde es mir nicht mehr holen. So, weiter geht's. Hier haben wir jetzt eine ganze Seite nur mit Verbünden. Die gehe ich einfach mal nur kurz durch. Ich werde nicht viel dazu sagen, weil ich mag diese Verbünde ja nicht wirklich. Hier für 20 Euro haben wir einen, dann haben wir hier drüben für 25 Euro haben wir einen. Dann geht es hier unten weiter, hier wird es schon etwas teurer, 50 Euro und hier sind wir sogar schon bei 65 Euro. Muss im Prinzip jeder für sich selber entscheiden, ob man sich das kauft oder nicht. Absoluter Klassiker, die Black Ice, 17 Euro. Ich habe mir überlegt, ob ich mir sie dieses Jahr hole. Vielleicht schreibe ich sie noch auf die Liste. Aktuell steht sie nicht drauf, weil, ja, keine Ahnung, hatte sie ja schon und werde sie mir dann halt in den nächsten Jahren mal holen. Dann hier drüben zwei Batterien, die Highlander. Ich habe bisher auch noch nicht mal ein Video von der gesehen. Die gibt es jetzt auch schon länger für 23 Euro, kann ich also nichts dazu sagen. Wer genaueres dazu weiß, gern in die Kommentare damit. Dann haben wir hier die Unforgettable, finde ich für 25 Euro zu teuer. Also da würde ich die 25 Euro würde ich lieber besser investieren.
Habe ich ja vor 2 Jahren oder so getestet. Ist zu teuer, ganz einfach. Dann hier diese Double Flash, die, weiß nicht, bin ich ja irgendwie kein so richtiger Fan von für 4 Euro. Wer da drauf steht, kann sie sich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich denke, da macht man für 4 Euro nichts falsch. Beastmaster ist halt auch irgendwie schon so ein Klassiker geworden. Heftige Crackling-Batterie für 13 Euro. Dann hier eher so Kleinscheiß. Hellboy für 4,40 bzw. 4,44. Ja, Kleinscheiß war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Ist eine schöne kleine Batterie zum Warmschießen. Perfekt. Und dann hier die Neuheit schlechthin vom letzten Jahr. Ist dieses Jahr natürlich wieder vertreten, die Power-Up. Habe ich noch im Keller stehen, muss ich dieses Jahr mal noch zünden und mich davon überzeugen lassen, ob die wirklich so geil ist, wie alle sagen. Dann haben wir hier was ganz Interessantes, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist ja basierend auf dem Film, für den die kennen, mit ja eben diesen zwei Charakteren, beziehungsweise dem einen Typ, der halt beide Charaktere besitzt. Aber das ist eine andere Geschichte. 20 Euro pro Stück, die sind beide eigentlich ganz ordentlich. Gab es ja letztes Jahr schon, werde ich mir dieses Jahr auch mal holen. Hatte ich nämlich noch nicht. Dann haben wir hier wieder einen Verbund für 18 Euro. Same procedure, muss jeder für sich selber entscheiden. Dann hier eine schöne kleine Schlüsselanhängerbatterie, 3 Euro. Die Discovery, die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist eine schöne Warmschießbatterie, genauso wie die Powerbox. Hat halt keine Zerleger, aber ist halt einfach der Klassiker schlechthin. Und die kenne ich halt einfach, die begleitet mich seit meiner Kindheit. Und für 5 Euro finde ich die nach wie vor eigentlich in Ordnung, so als Warmschießbatterie. Wildstorm steht noch bei mir im Keller, habe ich noch nicht gezündet. Eher eine kleinere Batterie für 9,64 € Schuss, aber durchaus okay für den Preis. Dann hier auch schon so ein Klassiker, die Happy Sky für 7 Euro. Gibt es ja auch schon jahrelang, hatte ich ja auch schon vor ein paar Jahren. Ist auch eine schöne Warmschießbatterie für 7 Euro, ist es auf jeden Fall auch in Ordnung. So, Lidl hat wieder ein Riesensortiment, wir sind jetzt auf der vorvorletzten Seite. Diese zwei Batterien, die lassen wir erstmal, also kann man meinetwegen weglassen. 20 Euro für die beiden. Shoutout an Silvester 2K. Das ist absoluter Schrott, den ihr da kriegt. Also kann ich wirklich keinen empfehlen, dass die immer noch vertreten sind. Und vor allem jetzt auch in doppelter Ausführung kann ich absolut nicht nachvollziehen. Hier die Laser, auch schon ein Klassiker. Schöne Fontäne für 3 Euro. Ying und Yang für 4 Euro sind auch extrem geile Fontänen. Vor allem mit diesem Crackling-Feuertopf da als Überraschung. Funktioniert auf jeden Fall. Dann hier diese Vulkane für 9 Euro, die finde ich ja irgendwie, weiß nicht, das sind zwar ganz nice, aber die sind mir einfach zu teuer. Genauso wie die Ocean of Lights, dass es die vor allem wieder gibt. Die gab es jetzt, glaube ich, 2 Jahre lang nicht. Jetzt haben sie sie wieder mit ins Sortiment genommen. Scheint ja beliebt zu sein, das Ding, aber ich finde die für 6 Euro einfach nur schwach und das ist absolute Abzocke. Dann hier das Probette-Set, ein schönes Warmschieß-Set, habe ich jetzt auch schon von einigen Leuten gehört, dass das für 30 Euro Top-Preis ist, wenn man bedenkt, was hier so für kleine Batteriechen drin sind. Ich denke mal, dass wenn man davon ein Freund ist, kann man da nichts falsch machen. Dann hier auch wieder so ein Klassiker, Uranus, finde ich auch nach wie vor eine geile Batterie für 7 Euro. Gibt es ja jetzt auch schon Jahre und die ist meiner Meinung nach halt immer noch, kann man immer noch kaufen, wird nicht langweilig meiner Meinung nach. Schauen, vielleicht stecke ich sie dieses Jahr auch mal wieder ein. Dann hier die Painted Sky für 16 Euro ist auch eine Top-Batterie, 50 Schuss. Also das ist eigentlich, wenn man so sich so das ganze Sortiment anguckt, ist es mit unter anderem meine Kaufempfehlung Nummer 1, weil das einfach eine brachiale Batterie ist für 16 Euro. Hat jetzt nicht die größten Zerleger, aber eine schön schnelle Schussfolge und ich finde die einfach nur top. Habe ich ja auch schon ein Video zugemacht. Sehr, sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten, nee, zu den vorletzten Seiten, zu denen ich aber nicht allzu viel sagen werde. Ihr seht ja hier so Tischfeuerwerke und so weiter. Das ist ja relativ low. Wunderkerzen, wird sich meine Freundin drüber freuen für 2 Euro. Dann hier so ein schönes Jugendset, die sind eigentlich auch immer ganz okay für den Preis. Dann mein absoluter Hasskandidat, diese Heulerbatterie. Wie ihr alle wisst, ich bin absolut kein Fan von Heulern und deswegen empfehle ich diese Batterie nicht. Wer 9 Euro dafür investieren will, kann das gerne tun. Ich werde es noch nicht mal eine 100 Winder machen. Dann hier diese Flashbangs, gibt es jetzt auch schon eine Weile und die sind ja einfach auch top für 3 Euro. Schön lauter Blitzknall. Dann hier Feuerfeger, das ist ja auch ja schon ewig jetzt dabei. So ein schönes Leuchtset bzw. ja Vorschießset für 7 Euro. Auch da kann man wenig falsch machen. Das Kracher Inferno für 3 Euro auch schon ewig dabei. Jetzt sind halt ein Haufen Mini-Knaller drin und ja, die Böller sind jetzt auch nicht so der Renner. Würde ich mir lieber das von Aldi kaufen.
anstatt hier für 3 Euro auszugeben. Holt euch für die 3 Euro lieber nochmal eine Packung Flashbangs, da habt ihr mehr davon. Oder halt die Kubis, weil die sind nach wie vor auch immer top. So, dann hier die letzte Seite, 7,77 €, top Familiensortiment, auch schon Jahre dabei. Kaufen wir ja nicht so gut wie jedes Jahr, beziehungsweise mein Bruder, weil es halt einfach ein schönes Set ist für den Preis. Dann hier die Alligator, die ist ja, von der habe ich ja die Schnauze voll, kaufe ich nicht mehr. 4 Euro ist ein Klassiker, wer die noch kaufen möchte, kann das tun, ich werde es nicht mehr machen. Allerdings werde ich vielleicht nochmal zum Leuchtspektakel greifen für 4 Euro, weil das auch ein sehr cooles Set ist für den Preis. So zum Warmschießen, eiwandfrei und vor 0 Uhr so ein bisschen zündeln ist das auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann switchen wir direkt jetzt weiter zu Aldi und ich habe ja im Livestream letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen schon erwähnt, dass Aldi immer diese, oh, wir sind alle so glücklich, wir haben alle so viel Spaß Cover hat, das finde ich hier wieder echt witzig. Ja genau, Helios Veko, Feuerwerk ab 28.12. Gucken wir mal rein. Ja, und wie es bei Aldi eigentlich klassisch ist, ist eigentlich wieder the same procedure, bis auf eine Neuheit, glaube ich, muss ich jetzt nochmal schauen. Hierzu werde ich auch jetzt, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert bei den anderen, bei dem anderen Prospekt. Hier werde ich es jetzt hoffentlich ein wenig kürzer fassen. Merlin 3 Euro, Top-Batterie, beziehungsweise Fontäne. Ist für mich eigentlich genauso ein Klassiker wie die Laser auch. Dann hier diese Kubis, das sind ja mehr oder weniger die gleichen wie beim Lidl. Dann das vorhin erwähnte Böller-Set für 2 Euro. Auf jeden Fall ein Top-Set, meiner Meinung nach so ziemlich das beste Böller-Set, was man sich im Discounter kaufen kann. So, dann geht's jetzt hier aber los, beziehungsweise ja, so ein Party-Set wieder für 4 Euro. Dann das beste Jugendsortiment, was man kriegen kann, finde ich für 5 Euro vollgepackt. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Hierzu kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Art of Light 10 Euro, sieht aber ganz solide aus für den Preis. The same procedure, die Goldraketen, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, hat sein Flair verloren für mich. Lohnen die sich absolut nicht mehr. Dann hier wieder diese Veko-Raketen, das ist das gleiche wie bei Lidl eigentlich mehr oder weniger. Sind ja auch Veko-Raketen und die sind alle eigentlich voll okay, diese Raketensets, auch für die Preise. Von dem her kann man da auf jeden Fall was mitnehmen. Dann hier der Klassiker schlechthin, die Artus alias Poison oder Reno. 4 Euro kaufe ich nicht mehr, von dem her ist es mir auch wurscht, ob die teurer geworden ist oder nicht. Ist für mich halt ausgelutscht und daher nicht mehr dabei. Die Tristan für 5 Euro hatte ich letztes Jahr, ist eine schöne kleine Pyromult-Batterie zum Warmschießen. Dann hier so ein Ala Feuerfeger für 7 Euro, so ein Set. Die Mystic Moments für 9 Euro, die ist glaube ich ein bisschen teurer geworden, ist aber eine Top-Batterie, kann ich jedem empfehlen, ist auf jeden Fall richtig nice. Dann die Parseville ist gleich wie bei der Happy Sky, schöne Warmschießbatterie, seit Jahren dabei, auch schon ein Klassiker für mich. Genauso wie die Black Knight, beziehungsweise alias Seattle hieß die ja mal, für 8 Euro. Schöne Leuchtkugel, beziehungsweise ja römische Lichterbatterie, eher zum Warmschießen gedacht. Dann hier wieder dieses Screaming Grizzly, ja, genau wie eben. Ist absolut nicht meins, genauso wie die Vulkane für 9 Euro, auch wieder das gleiche. Magical Sky ist im Prinzip zweimal die Powerbox oder ja, so Warmschießbatterien auch. Würde ich aber für den Preis lieber was anderes kaufen. Allerdings nicht die Witchcraft, weil die ist für 14 Euro viel zu teuer für das, was sie bringt. Also würde die jetzt, was weiß ich, so 5, 6 Euro kosten, wäre das okay. Aber für 14 Euro ist die viel zu teuer. Holt euch dafür lieber die Callisto für 13 Euro. Die ist ganz nice, auch wenn sie teilweise halt nur Schütteffekte hat. Aber dafür sehr schön intensiv leuchtende blaue Sterne. Und hier auch so ein Klassiker eigentlich schon, 10 Euro für die Wolfblatt, die ehemalige Toronto. So, dann haben wir hier wieder einen Verbund und die Dragonfire für 20 Euro, auch hier zu teuer für den Preis. Gibt es auf jeden Fall Besseres, wie beispielsweise die Swords of Fire, habe ich mir sagen lassen, hatte ich noch nicht, die werde ich mir dieses Jahr mal holen. Von dem her kann ich dazu auch nicht allzu viel sagen, sondern werde sie dann halt erstmal testen. Genauso wie diese Batterie, das ist eine Neuheit, die Talisman oder Talisman. Haben wir uns ja im Livestream das Video angeschaut, ist eine ganz ordentliche Batterie für den Preis, deswegen ist sie auf jeden Fall dabei. Ja, hier ist wieder so ein Verbund, ne? Und hier die Excalibur alias Casino Royale, genau wie eben absoluter Müll. Und die letzten Seiten sind auch wieder eigentlich nur Verbünde. Gut, wir haben hier noch das Supernova, so alias Bombette, habe ich ja eben schon gesagt. Leute meinen, das ist ganz okay für den Preis und wer da drauf steht, kann sich das holen. Und ansonsten hier natürlich wieder diese ganzen Fair
Bünde, die ja jetzt eher weniger interessant sind. Hier auf der Rückseite noch einen. Nun gut, dann war's das mit dem Video. Ich würde an der Stelle sagen, da wir uns ja nicht mehr sehen, beziehungsweise da ich halt vor Weihnachten jetzt kein Video mehr hochladen würde, wünsche ich euch auf jeden Fall richtig schöne Weihnachten. Feiert schön mit eurer Familie, habt schöne 3 Weihnachtstage und danach ist die Vorfreude auf jeden Fall real. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Videos rausknallen und dann geht's auf Einkaufstour und. Also seid gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt irgendwas Interessantes in die Kommentare. Zum Beispiel hier über die einzelnen Artikel, über die ich nicht Bescheid wusste. Und ja, dann, wie gesagt, schöne Weihnachten und macht's gut.